hier, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom 1. 14. Jahresturnier 2009. Die Gruppenauslosung hat soeben stattgefunden. Teilnehmer waren Hazo, Goga und Fackel. Ein Video wird Ihnen dann noch alles zeigen, dass alles reibungslos abgelaufen ist. Gut. Gruppenauslosung. Erste Gruppe. Kenan, Hazo, Ibiza, Buddha, Tommy Bichl. Interessante Begegnungen stehen wir vor. Gruppe 2, Milos, Marin, Aymet, Bayo und Faro. Ich freue mich, Sie alle herzlich am Sonntag einzuladen auf ein spannendes Turnier. Hi. So, Statement zu der Gruppenauslosung. Eine sehr schwierige Gruppe mit Milos, Aymet und Marin. Das sind hundertprozentige Titelanwärter. Aber die Außenseiterrolle gefällt mir und das Außenseiter, ich werde zuschlagen. Erste Statement von Hazo, VfL Wolfsburg. Guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des VfL Wolfsburg. Es gibt drei Regeln. Die erste, ich stelle die Fragen. Die zweite, ich beantworte die Fragen. Und die dritte, es gibt drei Fragen. Erste Frage, wie haben wir uns vorbereitet auf dieses Turnier? Tage und Nächte lang, stundenlanges, hartes Training mit legendären Weltklasse-Spielern und etwas Alkohol dazu. Ja, was gibt es noch zu sagen? Jayco ist in Topform. Martins ist doch besser drauf. Der trainiert schon seit Tagen nur die Sprints. Zweite Frage, was sage ich zur Gruppenauslosung? Die Gruppe 1, Sifaso, Ibiza, Buddha, Tommy Bichl. Ganz schwache Gegner, alles nur Flaschen. Der einzige, vor dem ich etwas Respekt habe, ist Buddha, weil er ist ein Buddhist und der hat das Zeug, mich zu verhexen. Dritte Frage, was sind meine Ziele für dieses Scheiß-Turnier? Ganz klar, den ersten Platz zu gewinnen, alle vom Platz zu fegen, kein einziges Gegenteil zu bekommen. Danke, auf Wiedersehen. Guten Abend und herzlich willkommen bei der Pressekonferenz des JMT Weihnachts Toffifee Turniers. Neben mir sitzt Spechter Rias, Trainer, Manager, Spielertrainer, einfach alles beim FC Bayern München. Nun, wie schätzen Sie sich für das Turnier ein? Ja, guten Tag. Sehr geehrte Damen und Herren, die Spieler haben sehr gut trainiert und sie werden alles tun, um den Sieg nach München zu holen. Sie haben gesagt, Sie haben gut trainiert. Wie schätzen Sie Ihre Chancen für das Turnier ein? Glauben Sie an den Sieg des Turniers oder hoffen Sie nur nicht voll abgeschossen zu werden? Ja, vorerst ist das Ziel, unter die Top 3 zu kommen. Mit meiner neu formierten Abwehr um die Mostschuk und Van Beuten werde ich es den Gegnern schwer machen, ein Tor zu schießen. Vor allem auf Bartl Andreas freue ich mich sehr als Gruppengegner. Aber wie ich sehe, ist er leider nicht in meiner Gruppe. Somit ist es sehr schwer für mich. Eine Frage stellt sich noch, und zwar die Tormann-Frage. Rensing, Butt, Rensing, die schlagen sich erfreulich schon um ihren Platz. Wer wird bei Ihnen im Tor stehen? Ja, wie ich es aus vielen Turnieren kenne, entscheidet oft Elfmeter ein Spiel. Somit ist für mich ganz klar, dass Jörg Butt das Tor hüten wird und den entscheidenden Elfmeter verwandeln wird. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ein Mitkonkurrent, Aymet Ajili aus Tunesien, eingewandert, illegal, möchte mit dem Siegesgeld
der möchte sich seinen festen Wohnsitz erschaffen und der möchte einfach überleben. Der hat gesagt, er gewinnt ganz klar den ersten Platz. Der hat gesagt, das sind keine Gegner für ihn. Ja, Uli Hoeneß hat mir schon mitgeteilt, er wird alle rechtlichen Wege einleiten, um diese illegale Einwanderung auffliegen zu lassen. Aber wenn das nicht gelingt, werden wir versuchen, Aymed mit sportlichen Mitteln zu besiegen und zu vernichten. Ja, ich bedanke mich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Turnier. Prost! Herzlich willkommen bei der Pressekonferenz von Aymed Agili, illegaler Einwanderer aus Tunesien. Er wird mit Chelsea in das Turnier starten. Genau. Bitte ein kurzes Statement zu dem Turnier. Okay, meine Mannschaft ist in sehr guter Form, muss ich dazu sagen. Wir haben sehr gut trainiert, die Standards speziell, dass ich da das ein oder andere da mache. Entschuldigen Sie das Durcheinander da ein bisschen. Gestern war die große Bescherung, bin natürlich wieder als großer Gewinner rausgestiegen. Meine Mannschaft, muss ich ganz klar sagen, ist der Favorit auf das Turnier. Ich werde das Turnier gewinnen. Und ja, die anderen können sich warm anziehen. Insbesondere Ziff und Schmidt. Was sagen Sie zu Vokić Marin? Vokić Marin, naja, er hat Talent, aber er nutzt es nicht. Ich sage immer, er ist ein Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss, ganz klar. Er spielt gut, er ist technisch ganz gut, aber er macht seine Tore nicht. Und deswegen brauche ich da keinen großen Respekt beim Aufweisen. Vielen Dank für das Gespräch, Aymed Agili. Und vielleicht noch eine Nachricht an alle meine Terroristen. Alle meine Genossen. Eine terroristische Nachricht. Schon lange, du bist ja mit hier in der Ecke, Jimmy Aiden. Ja, mach die Knarre. Bayern München. Manchester United. Chelsea will kill you.